Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, Leute, es gibt bald einen neuen Community-Server. Ich habe ja im letzten Stream schon darüber gequatscht und darüber geredet, so, was kann man machen, worauf habe ich Bock, worauf habt ihr so ein bisschen Bock. Und jetzt habe ich mir tatsächlich eine Lösung gefunden oder eine Idee gefunden, wie wir zusammen zocken können, was wir machen können. Und ja, das Wichtigste für euch, also ich bin hier sogar schon auf dem Server drauf, bin auch nicht ganz alleine, sondern der Art Attack ist hier auch noch mit drauf. Also Arthur hat mir ein bisschen geholfen beim Einrichten und so weiter. Genau, irgendwo hier müsste er auch rumlaufen, rumfliegen, keine Ahnung. So, weiß jetzt nicht, wo er ist. Bereitet so ein bisschen was vor, weil, was für euch wichtig ist, erstmal, dass es Donnerstag losgehen wird. Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr könnt ihr euch schon mal frei halten, die Zeit. Weil dann wird es losgehen. Für euch auch wichtig, der Server wird immer nur laufen, wenn mein Stream auch läuft. Das heißt, sobald ich meinen Stream beende, wird der Server auch ausgemacht, damit wir immer gleichzeitig auf dem Server sind, gleichzeitig spielen. Warum das Ganze? Einfach damit nicht irgendjemand einfach nächtelang durchzockt und im Endeffekt einfach alles hat und die anderen tummeln dann noch irgendwie mit einer Holzspitzhacke rum oder so, ne? Genau, einfach damit alles so ein bisschen gleichmäßig ist, damit wir gleich lange zocken, wird der Server und wegen der Übersicht, ne, damit ich auch so sehen kann, was passiert und das Ganze nicht zu unübersichtlich wird. Deshalb wird es immer nur Serverzeiten geben, wenn ich auch streame. Da hinten ist er jetzt gerade, so, da kommt er an. Genau, so, das ist das eine. Was ist noch wichtig auf dem Server? Das wird ein Survival-Server sein. Also wir werden ganz normal mit nichts anfangen uns aufzubauen. Ne? Also jeder muss dann irgendwie zusehen, dass man irgendwie Holz bekommt, Stein bekommt, Spitzhacken craftet und so weiter. Ihr kennt das ja einfach, Minecraft-Survival. Wir werden teilweise Projekte zusammenbauen. Es wird aber auch jeder die Möglichkeit haben, sich ein eigenes Grundstück zu holen und auf dem Grundstück selber zu bauen und so ein bisschen für sich auch einen kleinen Bereich zu haben. Ne? Ich stelle mir das dann so vor, also es gibt hier, das ist auch schon markiert, also wir haben Grundstücke markiert, wo ihr drauf bauen könnt und das wird euer eigenes dann sein und da könnt ihr dann eigentlich machen, was ihr wollt auf dem Grundstück, das ist euch dann überlassen, aber im Endeffekt will ich dann aber auch, dass die ganzen Grundstücke irgendwie miteinander verbunden sind, dass man Wege baut, dass man sich ein Netzwerk baut und so weiter. Genau, das ist dann die eine Sache, aber natürlich können wir auch gerne zusammen an großen Projekten bauen. Sei es, dass wir irgendwie zusammen eine riesen Survival-Basis bauen, wo wir irgendwie gemeinsam unsere Felder anlegen, unsere Herden von Kühen, Schafen, Pferden, Ziegen, ja, Ziegen gibt es nicht, aber keine Ahnung, alles Mögliche uns anlegen, dass wir das zusammen haben, ein eigenes großes Riesenlager, wo wir unsere Ressourcen alle horten können. Meinetwegen kann man das auch automatisieren, wenn man dann so weit ist und dann ist ja alles so unendlich groß, so wie man da weiter bauen kann und weiter denken kann. Also so ein bisschen beides, dass man beides hat, ne? Einerseits ein Bereich, wo jeder privat was bauen kann, aber auch natürlich, weil darum geht es im Endeffekt, deshalb sind wir auf dem Server auch, damit man was zusammen machen kann. Ich überlege gerade, was ist noch wichtig? Also alle weiteren Infos, alles, die Details und so, die werden dann in den Streams auch immer, ne, da sein. Das heißt, während ihr auf dem Server seid, ist es immer am besten, wenn der Stream auch läuft, weil dann wisst ihr, was los ist. Ne? Für Leute, die Kacke bauen, die werden rausgeschmissen aus dem Server, können dann nicht mehr mitbauen. Ist aber, glaube ich, irgendwie ganz logisch, ne, dass man da einfach vernünftig ist. Es gibt ein paar Regeln, die seht ihr dann auch, wenn ihr auf den Server draufkommt. Ist ein Java-Server, stimmt, das muss ich noch dazu sagen, ist ein Java-Server. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie man einen Server zusammen machen kann mit Bedrock-Version. Ich glaube, das geht gar nicht. Dann überlege ich gerade, was ist noch wichtig? Ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Und den Rest stimmen wir dann im Stream ab. Also die ganzen Details und so weiß ich ja selber noch gar nicht, wo wir was machen, wie was passiert und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht schon mal sagen kann, wenn ihr auf den Server kommt, also hier ist auch der Startpunkt, wo ich jetzt gerade bin, dann haben wir hier im Hintergrund, ihr seht das, so einen Zaun gezogen. Und das wird erstmal ein Bereich sein, wo wir nichts bauen. Den lassen wir erstmal frei für die Option, dass wir hier irgendwie gemeinsam unsere Basis hinbauen. Ne? Und ob wir dann noch andere Projekte machen, sei es, keine Ahnung, irgendwo eine Riesenburg zusammenzubauen oder
was weiß ich, so, man kann ja auch dann irgendwie Events machen, wo wir sagen, okay, dann und dann wollen wir alle zusammen in das Ende gehen und gegen den Drachen kämpfen oder so, ne? Sowas als Event, ne? Fände ich cool, wenn man das zusammen macht und nicht so jeder irgendwie alleine da so seine Suppe kocht, sondern dass man da irgendwie auch zusammenarbeitet, sich gegenseitig hilft, gegenseitig sich auch Sachen nochmal ausleiht oder Sachen verschenkt, wenn einer, keine Ahnung, nach ein paar Wochen erst dazu kommt, dass man sagt, ey, guck mal hier, kannst du Ressourcen haben, bedien dich hier in unserem Lager und so weiter, wir füllen das auf, wir gehen verantwortungsvoll miteinander um und so weiter. Ja, vielleicht wird es sogar auch so eine Art Berufe geben, wo ich sage, okay, es gibt Leute, die sind zuständig für das Lager, dass da immer alles in Ordnung ist. Es gibt Leute, die zuständig sind für die Farmen, dass sie sagen, okay, da passen wir auf, dass da mal irgendwie alles läuft, dass Sachen angepflanzt werden und so weiter. Ne, sowas könnte man ja auch machen in der Richtung. Ja, lange gequatscht. Also ihr merkt, ich habe so ein paar Ideen. Vieles ist noch gar nicht so klar. Das ergibt sich dann erst, wenn ihr da seid. Aber das soll ja auch so sein. Ne? Soll ja ein Projekt auch sein, was wir zusammen machen. Und in dem Sinne, ich habe schon Bock darauf. Ich freue mich drauf auf Donnerstag Nachmittag. Ne? Tragt euch das schön ein, nehmt euch die Zeit, seid dabei. Ja, ich freue mich drauf. Ich hab Bock. Alles klar, Leute. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.